So, hallo liebe Kinder, wieder Mittwoch heute. Ich habe heute mal hinter mir, seht ihr mal, ein paar Hütchen vorbereitet, damit wir nicht immer nur auf der Stelle laufen müssen. Wenn ihr keine Hütchen nehmt, nehmt einfach Plastikflaschen oder Schuhe oder bei Eddie sehe ich auch immer Socken, die zum Training benutzt werden. Ja? Einfach irgendwas, wo ihr dran vorbei dribbeln könnt. Okay, so jetzt muss ich kurz die Kamera hier hinstellen, mal gucken, ob man jetzt noch die Dreckige sieht. Ah, sieht man perfekt. Okay, also am Anfang fangen wir einfach an, in die Kegel rundherum zu laufen. Oder wir nehmen einfach nur die Sohle. Ja, rechter Fuß mit der Sohle. Linker Fuß mit der Sohle. So. Wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, dann könnt ihr jetzt quasi auch so einen China-Lauf machen. Also bis zum ersten Kegel zurück, zum zweiten Kegel zurück, zum dritten Kegel. Ich kann leider hier nur drei auffahren. Wir haben jetzt nicht ins Kamerabild gepasst. Aber ihr könnt auch vier oder fünf oder wie viel ihr machen wollt, okay? Also ich mach mal vor. Also ich fange am ersten Kegel an. Ja, vor bis zum zweiten zurück. Wieder möglichst anschlagen. Zum nächsten. Zurück, wieder anschlagen. Okay. So. Auch hier könnt ihr wieder, wieder so tief. Auch hier könnt ihr wieder gerne so oft wie ihr wollt die Wiederholung machen oder so viele Kegel wie möglich benutzen. Benutzt wieder diese Innenseiten, rechts, links, benutzt nur den linken Fuß, nur den rechten Fuß, die Sohle oder die Hacke oder den Spann. Alles, was wir schon im Training gemacht haben, okay? Jetzt kommt noch ein kleines Spielchen. Und zwar, wer kennt's? Mauerkönig. Ja, Mauerkönig könnt ihr alleine oder zu zweit mit Mama oder Papa spielen. Und zwar haben wir unsere Wand. Und gegen die Wand wollen wir jetzt immer mit dem Ball spielen und wieder probieren, den Ball zu bekommen. Wenn wir zu doll spielen den Ball, ist der Ball weg. Spielen wir zu langsam, kommt der Ball nicht von der Wand zurück. Okay, also. Weg die Kegel. Und los geht's. Spielen. Bitte, wenn ich zu langsam spiele, bleibt der Ball liegen. Ja, also schönes Tempo. Und auch wieder hier beide Füße. Jetzt rechts, ja, links, rechts, links, links, rechts. Oder mal drei, vier Mal nur den linken nehmen. Genau, wenn ihr das mit einem Freund spielt oder Mama oder Papa, dann ist es so, dass ihr euch immer abwechselt. Ihr könnt das Spiel entweder miteinander spielen, dann probiert ihr beide so viel Wiederholung wie möglich hinzukriegen. Oder ihr sagt, okay, wir machen erstmal fünfmal miteinander und nach dem fünften Ball spielen wir gegeneinander. Das heißt, ihr könnt dann ruhig so doll wie möglich spielen oder so langsam wie möglich. Dann wird es halt für den anderen schwieriger. Alles klar? Dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Bleibt zu Hause, gesund und munter, ja? Euer Tommy. Ciao.